Ahoi, ihr Lieben! Ja, wir grüßen euch. Heute gibt es den allerletzten Vlog von unserer Orientreise. Ja, und heute geht es nochmal in unseren Starthafen, der gleichzeitig auch der Abreisehafen ist, nämlich, ihr wisst es schon, Dubai. Da steht nochmal ein pickepackevoller Tag an mit vielen Highlights. Ja, und welche das genau sind, die zeigen wir euch jetzt erstmal im Vlog. Wenn ihr den letzten Vlog unserer Reise bereits geschaut hattet, da ging es nämlich nach Bahrain, wisst ihr ja, dass das jetzt nicht unser absolutes Highlight war. Dafür steht jetzt nochmal Dubai an. Und ein großer Pluspunkt für den Schlafmangel unserer Reise gibt es natürlich auch, denn diesmal sind wir erst 10 Uhr in der Metropole angelegt. Das heißt, wir mussten mal nicht ganz so früh aufstehen. Ja, Bahrain war ja auch relativ spät erst der Ausflug. Ja, das stimmt, aber während des Urlaubs möchte man ja auch mal ein bisschen später öfter aufstehen. Deswegen ging es erst kurz nach 10 Uhr vom Bord nach einem ausgiebigen Frühstück und da hatten wir uns eine schöne Taxitour auf eigene Faust überlegt, denn obwohl Janine sich ja im ersten Vlog lustig gemacht hatte über mich, ging es erst an den Strand von Jumeirah mit Blick auf den Burj Al Arab. Ja, mit dem Unterschied aber, dass ich dann dorthin wollte, wo ich dann wusste, es ist schönes Wetter und ich erkenne auch was da im Hintergrund ist, nämlich der Burj Al Arab. Den hatte ich ja auch damals ein bisschen gesehen. Also, was ist das Ende von der Geschichte? Wir sind dann nochmal hingefahren, diesmal auch mit mir. Und haben uns das Ganze mal angeschaut, wie es denn auch wirklich aussah. Genau. Also, diesmal hast du auch was gesehen, ne? Genau. Also der Strand ist an sich sehr schön, ist ein öffentlicher Strand. Könnt ihr schön baden. Beide Male, wo ich dort war, war jetzt keine große Wellenbrandung oder sonstiges. Also ihr könnt da sicherlich auch mit der Familie viel Spaß haben. Es gab auch Umkleidekabinen. Warum hatten wir eigentlich nicht baden? Weil wir zu einem Badestopp dann fahren wollten. Ja. Genau. Aber hätte man immer reinspringen können? Das hätte man machen können. Mhm. Also für uns war es, wie gesagt, nur ein kurzer Fotostopp. Wir hatten da so 10, 15 dort. Minuten Zeit. Mhm. Der Taxifahrer hat auch auf uns gewartet, denn es ging dann weiter auf die künstliche Insel der Palmen. Und ja, die sich schon mal mit dem Orient beschäftigt hatten, beziehungsweise mit Dubai, wissen, dass da ein ganz besonderes Hotel steht, nämlich das Atlantis. Und da ging es für uns auch erstmal rein. Ein paar erste Impressionen vom Atlantis zeigen wir euch jetzt. Ja, und nach den ersten Eindrücken, also auf jeden Fall ein wunderschönes Hotel, ging es für uns dann auch auf Besichtigung. Und der Vorteil dort ist, dass ihr relativ viel auch kostenfrei soweit euch anschauen könnt. Also man kann da auch sich recht frei im Hotel bewegen, allerdings nicht in allen Bereichen. So zum Beispiel, wenn man das Lost Chambers, also dieses besondere Aquarium mit mehreren Aquarien und Ausstellungen besichtigen möchte oder aber auch den Wasserpark, der sich Aquaventure nannte. Und das war ja unser eigentliches Ziel und da bietet das Hotel verschiedene Tarife an, die man dort buchen kann. Zum damaligen Zeitpunkt gab es dann noch so ein Kombi-Ticket. Wir recherchieren das auch gleich nochmal und blenden euch die aktuellen Preise ein. Wir hatten damals so um die 100 Euro pro Person bezahlt, was auch ganz schön happig ist. Ne? Mhm. Dabei hatten wir dann den Zugang zum Aquaventure, genau, zum Lost Chambers und dann noch so ein Mittagsmenü. Genau, zusätzlich konnte man dann ja in so einen Fastfood-Imbiss in diesem Wasserpark reingehen und da gab es dann ein Burger-Menü mit einem Getränk. Also es ist vergleichsweise sehr, sehr teuer, muss man wirklich sagen, gerade wenn man mit einer Familie unterwegs ist, mit zwei Kindern, da kann man wahrscheinlich locker über 300 Euro auf den Tisch legen. Und wenn man das mit Preisen hierzulande vergleicht, ist das schon nicht ohne, möchte ich wirklich sagen. Aber wenn ihr beispielsweise einzeln nur in die Lost Chambers wollt, das kostet ungefähr 25 Euro oder 20 Euro so in der Drehe, könnt ihr das natürlich auch machen und zusätzlich die öffentlichen Bereiche des Hotels besichtigen. Aber jetzt haben wir erstmal genug geschnackt darüber, zeigen wir euch auch ein paar erste Impressionen aus den Lost Chambers. Thank you.
Ja, die Los Chambers sind vielen natürlich auch bekannt als das ja imposante Aquarium dort in dem Hotel Atlantis, und es ist wirklich beeindruckend. Also zumindest das Hauptaquarium ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Mhm. Es stellt halt ein bisschen ja, das Setting vom versunkenen Atlantis dar. Ihr seht Haie, Rochen, viele bunte Fische in dem Hauptaquarium. Könnt zusätzlich auch so Tauchgänge da buchen. Ja, wir hatten einige Taucher dort gesehen, ne, die dann wirklich sich im Becken ganz frei bewegt haben. Ne? Mhm. Oder gewunken. Ja, aber was ich besonders anmerken möchte, ist halt wirklich dieses riesige Hauptaquarium. Ne? Also man läuft dann da so ringsherum und hat dann auch so auf den großen Glasfronten so kleine Sitzmöglichkeiten, haben sie wie so ein kleines Sofa davor gestellt. Und da kann man sich wirklich mal hinsetzen und einfach mal so ein bisschen das ganze Geschehen so beobachten und einfach mal so runterkommen und entspannen. Und das ist schon schön gemacht. Ne? Und es ist nicht nur das einzelne große Aquarium, sondern ihr habt auch wie so einen Rundgang, wo ihr auch kleinere Aquarien sehen könnt. Da sind dann ja Seepferdchen ausgestellt, irgendwelche Schlangen und ganz exotische Tiere. Ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, da reinzugehen. War auf jeden Fall beeindruckender als das Aquarium jetzt in der Dubai Mall, würde ich jetzt behaupten. Ja, bin ich bei dir. Okay. Es war auf jeden Fall ein ruhiger Einstieg für uns jetzt erstmal in den Tag. Jetzt sollte es dann ein bisschen actionreicher werden. Für uns ging es dann als nächstes in das Aquaventure. Wie gesagt, wir hatten das Kombi-Ticket, konnten wir dann gleich rein. Das ist ungefähr 5 Minuten weg vom Eingang der Los Chambers. Und ja, dort erwartet euch viel Wasserspaß. Ein Lazy River mit Stromschnellen, wo ihr durchfahren könnt. Diverse dann, Wasserrutschen. Genau. Mhm. Und zusätzlich gab es damals ganz neu so einen Zipline-Park. Den haben wir nicht ausprobiert. Der kostet auch zusätzlich nochmal. Ihr habt einen kleinen Privatstrand, an den ihr euch legen könnt. Wo ihr mit wunderschöner Skyline. Kann man einen tollen Blick dann auf Dubai erhaschen. Ja, und zusätzlich, was wir vor ein paar Jahren gemacht hatten, kann man auch da so Interaktionen mit Delfinen und Rochen buchen. Jetzt, nachdem wir das in freier Natur auch mal erlebt hatten auf Mauritius, würden wir das ehrlich gesagt nicht nochmal empfehlen. Es war sicherlich damals für uns eine schöne Erfahrung, die Delfine aus nächster Nähe zu erleben. Aber es hält auch schon, ne? Also man will den Tieren ja auch die Freiheit gönnen, wenn man dann halt so den Vergleich hat, dieses kleine Becken, und dann halt die Freiheit, dass sie halt auch freiwillig dann zu uns gekommen sind, weil sie neugierig waren und da ihre Runde geschwommen sind und halt auch wieder wegschwimmen konnten, wenn sie es wollten. Dann, das war halt schon schöner. Das wie gesagt, Und wenn man die dann schon von der Ferne gehört hat, ich schweife wieder ab. Ja. Muss jeder für sich alleine entscheiden. Wie gesagt, ihr könnt sowas dort auch buchen, diese Möglichkeiten über die Webseiten des Hotels. Was es sonst so in dem Park zu erleben gibt, schneiden wir euch jetzt erstmal zusammen und dann melden wir uns danach wieder. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. You didn't ask for any of this, but we reach for the sky. Cause we're flying colors now. You let it go. You let it go. You let it go. Ja, es sind auf jeden Fall actionreiche Aufnahmen und ja, ist auf jeden Fall kein Trugschluss, dass es sehr, sehr witzig ist dort, ne? Man einiges an Zeit rumkriegen kann. Also man kann es da wirklich nur in so einen Ring setzen, rumgleiten oder halt wirklich richtige Rutschen mit, was waren so, Stromschnellen hast du gesagt? Nee, also Beschleunigungsstreifen. Beschleunigungsstreifen, also das habe ich auch noch nicht erlebt, das ist richtig witzig gewesen. Ne? Da ging es zum Teil, man ist berghoch gerutscht, aber schneller geworden. Das ist eigentlich so ein Wurde man im Prinzip von so Wasserdüsen nochmal angetrieben. Ja, das war sehr lustig. Das war wirklich sehr lustig. Und allein dieser Lazy River, ich glaube, wenn man den komplett fährt, da braucht man schon eine Stunde. Ja, wir hatten nur eine kleine Runde gemacht. Wir sind dann irgendwann ausgestiegen. Weil wir dann wieder zurück mussten. Genau. Auf jeden Fall möchte ich noch anmerken, es gibt dann auch noch so ganz verrückte Rutschen, wo man in so einen Riesenreifen, ne? Ich glaube, zu 6 oder zu 8 sitzt man da sich gegenüber. Ja. Und da ist man wie in so einer Halfpipe dann runtergerutscht. Und ja, da hatte Janine schlechte Erfahrungen gesammelt.
Also ja, da sind wir beim Thema Rücken. Das war halt dann unten nicht so gut gepolstert und es ging halt wirklich sehr steil nach unten und dann so schnell. Wir sind wieder ein bisschen abgehoben dann und dann ja, bist du doll auf den Steiß gekommen. Da gab es wie so einen Knall und naja, geteilter Ersparung für euch. Ja, genau. Also kann man sich auch durchaus wehtun, wenn man jetzt nicht so einen ja, guten Rücken hat oder wenn man ja, mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Also diese kleinen Rutschen kann da alles machen, aber wo dann mehrere drin saßen, das würde ich... Mit Vorsicht genießen. Genau. Oder lieber noch ein Schwimmpüffchen unter den Po packen. Ja. Als Sicherheit. Ja. Ja. Wir selber waren dann ungefähr bis zum späten Nachmittag, ich glaube so 16 Uhr im Wasserpark. Also wir haben es recht entspannt angehen lassen, sind dann mit dem Taxi zurückgefahren, waren dann ja, schon in der Abenddämmerung oder fast beim Sonnenuntergang dann zurück an der Aida Stella, haben in Ruhe mit der Familie Abendbrot gegessen und das war natürlich noch nicht das Ende des Tages. Da ging es dann nach dem Abendessen noch mal zur Dubai Mall, weil wir uns noch mal ja die Fontänenshow anschauen wollten. Und ist immer ein Besuch wert. Sieht immer schön aus. Das auf jeden Fall. Wir hatten lecker Eis gegessen, noch mal in Dubai Mall, sind durch die Dubai Mall geschlendert. Aber weil es natürlich so ein tolles Highlight ist, zeigen wir euch noch mal ein paar Impressionen von den Dubai Fontaines. Und danach verraten wir euch, was wir am Rest des Abends noch gemacht haben. Ja, nach den Eindrücken von den Wasserfontänen geht es jetzt nochmal zu einem, für uns zumindest ein Highlight von Dubai, muss man wirklich sagen. Wir hatten den Bereich schon mal tagsüber auf einer zurückliegenden Reise besucht, nämlich den Madinat Jumeirah. Das ist ja im Prinzip ein künstlich erschaffener Bereich in der Nähe vom Burj Al Arab, wo ein riesen traditioneller Souk auf euch wartet. Viele Möglichkeiten, Abendbrot zu essen in Bars, Restaurants, weil da so künstliche Kanäle angelegt sind. Das ist echt schön gemacht mit Blick auf den Burj Al Arab. Kann man auch Bootstouren buchen, hat man auch mal gemacht. Ne? Genau, leider danach unsere Kamera verloren auf der Reise, deswegen können wir keine Eindrücke. Ich habe doch jede Gelegenheit, das zu erwähnen. Das hab ich hier auf Kreuzfahrtrennen noch nie erwähnt. Ja, wie gesagt, wir hatten das schon mal tagsüber gemacht und ich glaube, am Abend ist es noch ein bisschen schöner, mit diesen kleinen Schiffchen da durch die Kanäle zu fahren. Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Bereich, einfach mal durchzuschlettern, durch den Sog zu schauen und ja einfach die Zeit zu genießen. Gerade auch der Blick auf den Burj Al Arab ist echt super. Und wir müssen noch anmerken, dass an dem Tag noch was ganz Besonderes dort stattfand, nämlich die Filmfestspiele. Das hatte man dann gesehen, als wir ankamen schon. Ne? Da waren dann so an der Seite, ne, wurde dann wie so Einlass gewährt und da waren ganz lange Schlangen und alle ganz schick gekleidet. Und da war richtig was los. Ne? Und der Vorteil war dann auch, die hatten das auch noch so schön alles angestrahlt. Ne? Also der Burj Al Arab, der war dann so in so ganz tollem Licht gehüllt. Ja, der ist ja eigentlich immer ziemlich beleuchtet, aber extra noch mal ein bisschen. Genau, da waren so Strahlen und so. Und das war schon mal interessant zu sehen. Ja, da, dementsprechend war auch ein bisschen mehr los, aber war auch nicht alle Tage. Ein bisschen mehr Action, genau. Wir hatten es auch versucht, zu den Filmfestspielen reingelassen zu werden als VIPs, aber hat leider nicht geklappt. Ja. Aber wenn ihr mal... Das Smoking war noch auf der Kabine. Ja. wenn ihr mal in Dubai seid, ist das auf jeden Fall von uns ein Geheimtipp. Solltet ihr vor allem am Abend mal hingehen. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja, und apropos Abend. Es war jetzt auch schon gegen 10 Uhr, also schon relativ spät. Und wir dachten, na, wir fahren mal zurück, ne? Zum Schiff. Und hätten nicht gedacht, was uns da dann noch erwartet. Genau, also wir wussten, dass an dem Tag Reisebüro-Mitarbeiter, also irgendwie eine Agentur, war da auf dem Schiff, hatte das Schiff vorgestellt an die einzelnen Reisebüro-Mitarbeiter, damit die mal wissen oder es besser verkaufen können. Aber zusätzlich gab es da für alle Gäste noch extra Entertainment. Ja, das war richtig gut. Da war nämlich das Urgestein von AIDA, der leider nicht mehr bei AIDA arbeitet, der Entertainment Manager Stefan Hartmann mit an Bord. Und der hatte auch einen Gaststar mitgebracht, nämlich den guten Dr. Alban, den, ja... Er hat mitgebracht, er hat es präsentiert, er hat es ja moderiert. Genau, ja. Ja, und da gab es wirklich ein richtig tolles Showprogramm für alle Gäste und kostenlose Cocktails. Ja, das konnten wir auch nutzen. Richtig gut, das haben wir auch nur durch Zufall dann bemerkt. Ja, war cool. War wirklich cool. Ein schöner Abschluss der Reise. Nochmal ein Highlight zum Schluss. Und ja, natürlich hatten wir auch unsere Kamera dabei. Die Qualität war damals natürlich nicht so toll von unserer Kamera, aber ein paar Impressionen von Dr. Alban und von der Poolparty wollen wir euch natürlich zum Abschluss jetzt noch zeigen. Halten Sie sich fest!
11 Millionen verkaufte Tonträger. In den 90ern hat er angefangen. Er kommt aus Schweden, zumindest wohnt er da. Wenn man ihn sieht, sagt man, echt, Schweden sind doch zumindest blond. Das ist er wohl gar nicht. Liegt daran, seine ursprüngliche Heimat ist Nigeria. Er hat uns Songs geschenkt, die mitten in einen ins Herz gehen. Und ich sage nur, wenn ihr das hört, schreit ihr zum Himmel. Das ist die Musik der 90er. Halleluja, das ist mein Leben. Begrüßen Sie zum ersten Mal an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Kosmosflotte. Für Sie, nur für Sie heute Abend, Dr. Alban! Ja, und mit diesem kleinen Highlight mit Dr. Alban wollen wir unsere erste Retro-Vlog-Reihe hier auf Kreuzfahrttrend auch ausklingen lassen. An diesem Abend endete dann auch unsere Reise, denn im nächsten Früh ging es relativ früh zurück in die Heimat. Ich glaube, um 9 sind wir dann schon mit einem Taxi zum Flughafen gefahren. Und ja, als kleines Fazit zur Orientreise können wir sagen, wir haben sie ja schon dreimal gemacht, also scheint sie nicht so verkehrt zu sein. Es ist auf jeden Fall eine... Du würdest doch jederzeit fahren. Ja, 7 Tage finde ich zwar immer ein bisschen kurz für eine Kreuzfahrt. Ja, auch wegen dem langen Flug, ne? 6 Stunden Flug ist ja doch schon ein bisschen was. Aber es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dem Winter zu entfliehen. Also ihr fliegt nur 6 Stunden in Anführungsstrichen. In die Karibik steigt ihr ja das Doppelte. Habt dafür sehr milde und auch teils heiße Temperaturen im Februar und März. Auch im November ist es noch sehr, sehr heiß dort. Könnt tolle Metropolen erkunden. Allerdings, wenn ihr es so stressig macht wie wir, könntet ihr auch unter Schlafmangel während der Reise leiden. Und ansonsten sind einfach beeindruckende Metropolen. Also mit Dubai und Abu Dhabi sind tolle Städte, muss man wirklich sagen. Der Oman hat uns auch sehr gut gefallen. Ja. Und Bahrain ist halt so ein bisschen das stiefmütterlich behandelte Kind der Tour. Und aber wie gesagt, viele hatten ja auch schon in den anderen Vlogs geschrieben, die hatten dann halt die Tage genutzt, um dann entsprechend da ein bisschen zu entspannen. Finde ich auch gut, würde ich dann wahrscheinlich auch das nächste Mal so machen. Genau. Oder halt nur mal ein bisschen in die Stadt gucken, ist auch schön, kann man auch entspannt. Und gerade heutzutage, also aktuell fährt ja die AIDA Prima die Tour, habt ihr dann natürlich mit dem Schiff auch nochmal viel mehr Entertainment als auf der AIDA Stella. Da könnt ihr natürlich den zusätzlichen Tag in Bahrain dann auch auf dem Schiff verbringen und ein bisschen Action haben. Genau, Schild erkunden. Ja. Wir hoffen auf alle Fälle, dass euch das erste Retro-Vlog-Format gefallen hat. Wir wollen natürlich daran festhalten, ihr hattet auf Instagram gewotet und als nächstes geht's dann auf die andere Seite des Erdballs, nämlich zu unserer absoluten Lieblingsreise, die es leider nicht mehr gibt im Angebot von AIDA. Das ist ein richtiger Retro-Vlog dann. Das ist auch aus dem gleichen Jahr. Auch 2016. Echt, ja? Ja. Ah, das ist ja beide Reisen waren im gleichen Jahr. Also wir gutes Reisejahr. Wir nehmen euch als nächstes dann mit auf unsere XXL-Reise, die Transkaribik mit AIDA Luna. Die ging von New York bis in die Karibik runter, über 3 Wochen lang. Das heißt, es werden einige Vlogs werden. Ja. Viele Stationen werden euch erwarten, aber auch ein ganz, ganz toller Mix. Die nächsten Wochen und Monate seid ihr dann versorgt. Ihr könnt das schon mal ausrichten. Oder wir hauen einfach jeden Tag ein Video raus. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, das ich glaube, das wird hart. Ja. Wir wollen euch da ja auch ein bisschen die Inhalte alles aufbereiten und ein paar Tipps geben. Von daher, gebt uns ein bisschen Zeit und dann wird das. Genau, ja. Wir sagen dann jetzt erstmal für die Orientreise Ahoi. Und dann melden wir uns aus den USA dann wieder.